Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute habe ich ein Rezept für das Ramadan-Special. Und zwar gibt es heute eine Tomatensuppe. Das ist eher so eine türkische Tomatensuppe mit etwas Reis noch mit drin. Und die essen wir wirklich sehr gerne. Vor allem Samira isst sie gerne, weil im Prinzip ist es wie so eine Tomatensauce mit ein bisschen Reis drin. Und es ist vor allem im Sommer, finde ich, sehr erfrischend. Ich brauche dafür einen Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Butter, einen Esslöffel Mehl und einen Esslöffel Tomatenmark, eine kleine Zwiebel oder eine halbe große Zwiebel, eine Dose Tomaten, das sind 400 Gramm. Hier habe ich noch Gewürze, und zwar einen halben Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Chili und jeweils einen Teelöffel Oregano, Rosmarin und Minze, etwas Pfeffer und 50 Gramm Langkornreis. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Zwiebel und die schneide ich jetzt in feine Würfel. Jetzt habe ich bereits einen Topf erhitzt und kann da einen Esslöffel Olivenöl gemeinsam mit der Butter reingeben. Sobald die Butter geschmolzen ist, kommen jetzt die Zwiebeln mit rein. Und durch die Zwiebeln bekommt man jetzt natürlich den richtig tollen würzigen Geschmack hin. Die werden jetzt etwa 2-3 Minuten gebraten. Und da könnt ihr die Hitze jetzt auch ein bisschen runterstellen, damit die Zwiebeln auf keinen Fall verbrennen. Als nächstes gebe ich jetzt Tomatenmark und Mehl dazu. Das wird jetzt auch nochmal etwa eine Minute mitgebraten. Und ich finde gerade diese Kombination wirklich sehr lecker. So dieser Duft mit Butter und dem Mehl und den Zwiebeln und den angebratenen Tomatenmark ist richtig genial. Jetzt lösche ich das Ganze mit den Tomaten ab. Und dann nehme ich jetzt auch Tomaten aus der Dose, weil die sehr aromatisch sind. Und jetzt fülle ich diese Dose zweimal mit Wasser. Und jetzt lasse ich die Suppe auf höchster Stufe aufkochen und so etwa 10 bis 15 Minuten köcheln. Aber auf jeden Fall kann man jetzt schon mal auch die Gewürze mit dazugeben. Und dann auch Pfeffer. Und dann gebe ich da gleich den Deckel drauf. Nach dem Aufkochen wird die Suppe bei leicht geöffnetem Deckel und mittlerer Hitze für 10 Minuten weitergekocht. Die Suppe durfte jetzt kochen und jetzt könnt ihr sie entweder so lassen, dann habt ihr so eine etwas stückige Suppe, so wie jetzt hier. Oder ihr könnt sie zum Beispiel mit einem Pürierstab pürieren oder ihr macht so wie ich. Ich streiche sie nämlich durch ein Sieb, damit ich eine ganz feine Suppe bekomme. Deswegen schalte ich kurz den Herd aus und streiche sie hier durch den Sieb durch. Jetzt kommt die Suppe wieder zurück in den Topf und da werde ich sie jetzt noch einmal aufkochen, natürlich auch Salz und Pfeffer noch mal abschmecken. Und sobald sie kocht, kommt der Reis noch mit dazu. Und die Suppe muss jetzt so lange kochen, bis der Reis gar ist. Und die Zwischenzeit nutze ich, um ein paar Croutons herzustellen. Ich brauche einen Esslöffel Butter, 4 Esslöffel Olivenöl, eine Bio-Zitrone, eine Knoblauchzehe und 2 Scheiben Brot. Ich
nehme jetzt direkt das Brot und schneide es in kleine Würfel. Da kann man jetzt zum Beispiel auch mal altes Brot nehmen. Viele schneiden die Rinde immer weg. Ich lasse einfach immer gerne dran, weil was will man ansonsten mit der Rinde machen? Wegschmeißen finde ich immer so schade. Und jetzt so etwa 1 cm große Würfel. Jetzt kann ich die Knoblauchzehe fein hacken und ich nehme auch 2 Chilis, die habe ich eben vergessen. Aber die kommen auch noch mit rein, wenn ihr möchtet, wenn nicht, lasst sie einfach weg. Wird jetzt beides fein gewürfelt. Jetzt gebe ich Butter und Öl in eine Pfanne. Und zwar sorgt das Öl jetzt dafür, dass die Butter nicht verbrennt. Und die Butter gibt eben den tollen Geschmack. So, das erhitze ich jetzt kurz. Jetzt stelle ich die Hitze aber ein bisschen runter, so auf Stufe 3 von 9, also ins untere Drittel. Und jetzt kommen die Chilis und die Knoblauchzehen mit dazu. Die geben dann nämlich den Geschmack an das Öl ab. Und da kommt noch die Zitronenschale mit rein. Jetzt stelle ich die Hitze wieder ein bisschen hoch, so auf Stufe 5 etwa. Und jetzt kommen die Brotwürfel mit rein und werden dann so lange geröstet, bis sie knusprig sind. Die Croutons sind jetzt knusprig, die werde ich jetzt noch mit Salz und Pfeffer würzen. Und in die Suppe kommt noch ein Spritzer Zitronensaft, der rundet den Geschmack auch wirklich sehr gut ab. Und dann kann ich die Suppe auch schon servieren. Als Vorspeise reicht die Suppe übrigens für etwa 4 Personen und als Hauptspeise so für etwa 2 Personen. Ich reiche da jetzt noch einen Naturjoghurt mit dazu. Der hat 3,5% Fettanteil. Man kann natürlich auch einen höheren Fettanteil nehmen. Und das bringt geschmacklich und farblich nochmal so ein bisschen Kontrast mit rein. Bisschen Pfeffer und dann noch die Croutons. Falls bei der Suppe und bei den Croutons Kinder mitessen, würde ich auf jeden Fall die Schärfe ein bisschen weglassen und vielleicht im Nachhinein dann dazugeben. Da kann ja jeder selber die Schärfe regulieren und nach eigenem Belieben mit dazugeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und Nachkochen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Ich stehe jetzt gerade mit der lieben Pia in meiner Küche. Wir haben den ganzen Tag diese tolle Torte gebacken. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir die Torte gebacken haben und warum, dann schaut einfach um 16.15 Uhr beim Kika bei der Sendung Schau in meine Welt rein. Bis später. Wir freuen uns.